Alt trifft neu. Nirgendwo anders lässt sich dieser Spruch so gut darstellen wie im Technikmuseum Magdeburg. Am 14. November lud die Industrie- und Handelskammer Magdeburg zusammen mit der Otto-von-Guericke-Universität, der Handwerkskammer Magdeburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal hierher zum Trialog ein. Unter dem Motto Gründer treffen Unternehmer können die Gründer ihre Geschäftsidee einem ausgewählten Unternehmerkreis präsentieren. Mit dabei Staatssekretär Dr. Jürgen Ude, Dr. Martin Zopschick von der Krebs und Aulich GmbH, Jeanette de la Barre von der Eumedias AG, Andreas Stacker von der ETS Elektroheizung Sanitär GmbH und Stefan Kornig von SCM Solar GmbH. Die Unternehmer und der Staatssekretär konnten sich vier verschiedene Geschäftsideen anhören und diskutieren. Hierbei sollten die Unternehmer vor allen Dingen den Gründern mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Branche helfen, ihre Ideen zu verbessern. Wie schwer eine Gründung eines neuen Unternehmens ist, das wissen die Experten aus ihrer eigenen Vergangenheit selbst. Darum gilt es nicht nur, die Gründer mit einer guten Idee an den Start gehen zu lassen, sondern auch die richtigen Bedingungen zu schaffen. Wie kann man denn solche Gründungen unterstützen? Mit Förderung natürlich, aber auch natürlich neue Modelle zu schaffen, neue Möglichkeiten, neue Instrumente, die vielleicht auch besser greifen könnten. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, und dafür ist die IHK natürlich ganz wichtig, das Thema Netzwerke und Kooperationspartner für diese jungen Firmen zu finden. Das haben wir hier heute ja gesehen. Die brauchen ja letztendlich auch die Kontakte zu der Industrie. Und deshalb ist das für die IHK sehr wichtig, dass sie heute hier war und dieses Thema auch gemacht hat. Die ersten Kontakte schließen, das schaffte an diesem Abend auch das Gründerteam We Are Safe. Die Idee der Studenten steckt in der Entwicklung von Virtual Reality Simulationen, die bei der Ausbildung von Feuerwehrleuten zum Einsatz kommen soll. So können diverse Übungssituationen dargestellt werden, die in der Ausbildung nur schwer nachzubilden sind. Die Ausbildung soll so weiter digitalisiert werden und das Lernen unabhängiger sein. Für die Studenten ist der Trialog eine gute Möglichkeit, ihre Idee auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Dabei sind ihnen nicht nur die neu gesammelten Kontakte wichtig. Also es ist eine sehr schöne Veranstaltung, sie bietet sehr schöne Möglichkeiten und es ist immer lohnenswert, hierher zu kommen, weil man, egal ob im Publikum oder auch wirklich von Experten, sehr viel Feedback bekommt. Und das ist immer sehr wertvoll und deswegen kann es gar nicht genug solche Veranstaltungen geben. Für die anderen Gründerteams gestaltete sich der Abend ähnlich. Neben neuen Kontakten und Feedback für ihre Ideen war es für viele ein lehrreicher Abend. Nicht nur für die Gründer, sondern auch für die Unternehmer. Sie konnten möglicherweise die Unternehmer von morgen kennenlernen und ihnen einige Ratschläge mit auf den Weg geben. Dennoch gilt, aller Anfang ist schwer. Doch am Ende steht meist die Verwirklichung der eigenen Idee. Es gilt also, nicht den Mut zu verlieren. Ja, nicht den Mut verlieren. Und man muss zugeben, wir sind in Deutschland in vielen Sachen sicherlich sehr, sehr bürokratisch. Und auch aus meiner eigenen Zeit kann ich sagen, ich wusste nicht am Anfang, was mir so alles in den Jahren bevorsteht, vor allen Dingen auch an Hürden und Hindernissen. Und ich glaube, das ist ein Tipp an die Jungs und Mädels, das eine oder andere vielleicht mal so ein bisschen auszublenden und einfach den Mut nicht zu verlieren, trotzdem weiter Gas zu geben. Dann wird das am Ende schon funktionieren.